Das da hier ist Geranium X Cantabrigiense Storchschnabel. Und wir haben ja schon bereits zwei Geranium gehabt. Geranium sanguineum und Geranium rosan. Und das da hier wäre das dritte Geranium. Geranium X Cantabrigiense ist ein super Bodendecker, Sie sehen das hier. Er hat gerne vollsonnig, Steinanlage, Freifläche, Holzrand, muss also durchlässig am Boden haben. Was er gar nicht gerne hat, wenn er im Wurzelhausbereich also am Boden irgendwie feucht hat. Darum schaut er dort, dass er es auch nicht schnitzelt, weil das tut ja Feuchtigkeit zurückgehalten und das gibt dann Schäden. Also sehr gerne warm, hier in diesem Bereich ist es super. Wenn wir jetzt das Blatt anschauen, seht ihr, ist es ein relativ kleines Blatt. Grob geklappt, aber niemals so stark ausgeschnitten wie Geranium sanguineum. Wenn man es berührt, hat man so etwas reingedrückt. Es ist so ein bisschen ledrig fest. So. Dann gibt es feine Blüten, die rauskommen. Und die Blüten unterscheiden sich auch sehr stark von den anderen Blüten. Ich glaube, das sieht man. Es hat auch immer mehrere Blüten dran. Ihr seht hier die verschiedenen Blütenknospen, die sind. Und Blüten durch das immer dauernd etwas Blüten, etwas Blütenknospen. Und verschiedene sind schon verblüht. Genau. Jetzt, dass ihr es noch seht, im Überblick, habe ich hier die anderen zwei hergenommen. Ich sehe hier alle Blätter. Geranium, Rosan wäre das hier. Das ist das grösste Blatt, das ihr habt. Man sieht hier Sonne nicht so gut, aber meistens hat es eine ganz leichte Verfärbung drin. Dunkelgrün, hellgrün. Und dann seht ihr auf dieser Seite, das ist Geranium sanguineum. Also viel zu feiner ausgeschnittenes Blatt. Und hier nebenan hat ihr dann Geranium X cantabrigiense. Das wäre das hier. So. Also wenn man die zwei nebeneinander hat, sieht man relativ gut den Unterschied. Das eine, das viel grösser ist in dem Sinn, also viel mehr Blattmasse hat. Und das Geranium sanguineum als einheimisches Geranium hat viel die stärker ausgeschnittenen Blätter. Was noch dazu kommt, ist nicht vergessen, wenn ihr den Trieb anschaut, hier, da seht ihr, noch ein scharf stellen, seht ihr, dass wir hier sehr deutliche Haare haben. Hingegen, wenn ich das gleiche hier mache, dann haben wir hier überall keine Haare dran, also von dem her könnt ihr sehr gut unterscheiden. Geranium X cantabrigiense.